Hallo und willkommen, ich bin Pietro Savonaro und wir spielen Deus Ex weiter. Wir sind hier gerade in einem unbekannten Büro, wo ein komisches Radio läuft. Und, oh, Munition. Und wir gucken uns jetzt einfach mal ein bisschen um und gucken, ob wir hier ein paar Informationen noch rausziehen können, wa? Oh, geil, hier ist ein Datencenter, das will ich haben. Gucken, ob wir das schaffen. Zugriff gewährt. Schön. Ah, bei Wegner war ja in der Schublade Geld, wa? Ah, Munition, na gut, ist auch Geld, aber weniger. So, 5000 Credits wären ganz cool. Ich will noch ein paar Sachen kaufen. Okay, dann, wir suchen ja immer noch Captain Pence Büro. So. Wir müssen eine Etage tiefer, das wissen wir schon, das haben wir auf der Karte gesehen. Ausdrücklich von den Methoden der Geiselnehmer distanziert. Ach, da hängt der Fernseher. Hintergrund hoffe ich. Dieses hier. Ach, da war ja der Laser vor, ne? So, jetzt kommen wir von der anderen Seite. Dürfte klappen. Perfektionist. Oh, es gibt immer richtig gut Punkte, wenn man das richtig macht. Den Computer sollen wir überprüfen, aber erstmal nehmen wir Pistolen, Pistolen, Munition mit. Das ist ein Zweier? Wir haben für R-Pen keinen Code. Wie sollen wir denn bitte den Computer überprüfen, wenn wir das nicht geskillt haben? E-Book. Bla. Oh! Also, dann schreibe ich mir mal kurz auf. 9212 Leichenhalle. Das ist ja gut. Weil wenn er jetzt hier noch irgendwo ein E-Book, ein PDA hat, wo sein Rechnerpasswort steht. Ja, ist ja gut. Dann mach mal kurz den neuen Timer an, damit ich hier meine halben Stunden einhalte. Was bist denn du? Dezidiertes Terminal. Ah, für das Lasersystem. Okay. Der Typ muss scheiße wichtig sein, wenn er hier so ein Laserding hat. Aber ganz ehrlich, Jungs, was wollt ihr jetzt von mir? Soll ich mir jetzt unbedingt noch ein Dings kaufen oder was? Eine Augmentierung. Es muss doch mal einen zweiten Weg geben. Es muss doch immer einen ohne Hacken geben, endlich. Liegt auch nichts mehr rum, wa? Aber wir können doch gerade, wir haben doch gar keinen Augmentierungspunkt, oder? Nee. Ich kann ja nicht verlangen, dass man das macht. Ich meine, man würde jetzt übelst auf Grundeis laufen. Wie
Wie viele Punkte fehlen denn noch? Credits ist näher dran. Nächster. Oh. 1700 Erfahrung. Ja. Oder kann man eine Augmentierung verkaufen? Das ist jetzt doof. Das ist Lasersystem, oder? Wir kommen nicht an den Rechner ran. Holla, holla. Jetzt steht da einer. Vielleicht sagt mir einer freiwillig den Code von seinem Rechner. Aber das glaube ich nicht. Bin ja schon raus. Gehen Sie weg, Mann. Das hat nichts mit Ihnen zu tun. Natürlich. Ja, fehlen aber bloß noch 800. Cyber Boost Pro Energy Torriegel. Na gut, vielleicht kriegen wir ja. Ich glaube, das ist frei beweglich, dass wir hier nochmal reinkommen. Was heißt dann Leichenhalle auf Englisch? Ich glaube, die Hallen sind nur alle von Leichen sind unten, oder? Ach so, hier wären wir reingekommen, wären wir. Damentoilette. Herrentoilette. Alarmtafel. Die pro-humane Organisation zurück. Hier liegt aber auch nichts rum, was man mitnehmen könnte, so Credit Chips oder sowas oder Praxispunkte. Morg. Was heißt denn Morgur? Dreht sich alles. Oh. Haben Sie hier wirklich Zutritt, Sir? Ich dachte, das Revier ist abgeriegelt. Nein, ich bin ganz toll. Na endlich. Sind Sie der Typ von Homeland, auf den ich warten sollte? Sagen Sie, Mandela, ich habe das Memo erst gekriegt, als ich mit der Autopsie fast fertig war. Hätte ihn ja wohl kaum wieder zunähen können. Wohl nicht, dann haben Sie das Neuralhub extrahiert. Das war ziemlich knifflig. Ein paar Zentimeter tiefer und die Kugel hätte nicht nur die Padded-Konnektoren zerstört. Ich bezweifle, dass Sie was Brauchbares finden. Abgesehen von der Tatsache, dass es modifiziert wurde. Modifiziert? Womit? Mit einer Art Flüssigantrieb. Aber hey... Ich hab nichts gesehen. Ultraviolett heißt Ultraviolett und ich weiß, wie empfindlich ihr Jungs seid, wenn es um Fragen der nationalen Sicherheit geht. Er gehört Ihnen. Das Hub ist abgeklemmt, aber noch im Schädel, wie angeordnet. Und jetzt entschuldigen Sie mich, der Papierkram wartet. Ach ja. Nehmen wir das Ding jetzt raus, oder? Boss, ich habe den Neuralknoten. Er wurde anscheinend mit einer Art Flüssigantrieb modifiziert. Pritchard sollte sich das mal ansehen.
Nein, bring sie nicht her. Frank ist noch nicht mit der Diagnose fertig. Und ich will erst danach riskieren, irgendwas an unser Netzwerk anzuschließen. Vor allem, wenn es um Militärtechnologie geht. Also, was soll ich jetzt tun? Bringen Sie den Knoten in Ihr Apartment. Frank wird Sie dort kontaktieren. Jo, ich werde aber jetzt erstmal zurück zu Mr. Penn. Wie war denn das? Da sind wir. Hier nach oben. Genau, hier nach oben. Second Floor, da wollen wir hin. Da haben wir dem Typen einfach so den Chip aus dem Schädel rausgezogen. Nom nom nom. So, dann hauen wir mal als übelst gezwungen. Achso, nee, das ist verstärken. Was können wir dann hier noch machen? Praktisch. Hä, warte ich nicht ein? Achso, ich hatte einen verfügbar. Ach man. Achso, meine Erfahrung ist voll gewesen. Und das Geld braucht noch ein bisschen. Was waren das? 5000, ja, wa? War immer noch halt schon. Na gut. Den können wir jetzt auch hacken. Oh Mann. Transfer? Ah doch, man kommt an den Transferknoten ran. Was macht denn die Firewall? Die schickt nach da, nach unten und... Oh, die ist genauso schnell wie ich. Wenn was schief geht jedenfalls. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Zoom. Zugriff gewährt. UV. Zack Sanders? Den kennen wir doch. Ach, das war der Typ, den wir da... Okay. Zack Sanders war der Typ, den wir gehen lassen haben mit der Geisel und der dann krepiert ist. Ach komm, allein weil ich's kann. Sagen, hat gar keine Firewall, wäre geil. Oh, ist der Knoten in der Mitte langsam. Zugriff verweigert. Scheiße.
wieder raus. Ach so, logisch, ja. Er hat mich zurückverfolgt, dann konnte natürlich der Alarm losgehen, ja. Warum geht denn die Musik jetzt so extrem ab, ganz ehrlich? Musik, so spannend ist es gerade nicht. Mach mal ein bisschen. Ach kacke, das war schlau, ja. Okay, das ist der dritte Weg anscheinend, wenn ich den Typen nicht umbringe, um den Code zu kriegen. Dann kann ich oben rein, aber ich glaube, da bin ich die ganze Zeit gesucht. Das ist aber auch kacke. Den Kameras ausweichen und sowas. Mach doch, Gena. Ach, hier liegen auch keine Credits rum. Komm, noch ein LAN-Bildschirm. Wir wollen hier raus. Wir haben jetzt den tollen Knoten. Und jetzt gehen wir mal. Achso, wir sollten ja ins Apartment. Ne, wir konfrontieren erstmal Chad Wagner in der Lobby nochmal. Ach man, Musik, ey. Ist doch nicht dein Ernst. Was ist denn das für ein Punkt? Ich will aber nicht hin. So. Gehen Sie weg. Was ist mit dir denn, Faser? Ah, lauf mal. Ach, er hat die Leiche gesehen. Ah. So. Bank of Detroit. Hä? Kann man erklären, warum die mich abknallen? Ich bin tot. Komm mir da nicht raus. Ganz ehrlich, warum knallen die mich ab? Das finde ich jetzt nicht in Ordnung. Weil sie mich da drin erwischt haben, oder was? Kann ich gar nicht ändern. Wie soll ich denn durch das Gebiet voller Bullen? Oh Gott. Oh Gott. Ich komme auch nicht mehr in die Polizeiwache rein. Deshalb die Musik. Okay. Na oder? Nee, der. Die haben die andere Leiche nicht entdeckt. Aber die haben auch beide Schiss. Betäubungsgewehr wäre jetzt richtig geil. Wir?
komm. Ach, schade. Noch ein Bier. Ihr seht aus, als hättet ihr Angst. Ganzen Stadt rennen Bullen rum und warum müssen mich alle hassen? Hey, Jensen, lange nicht gesehen. Jensen. Meine Güte, ist lange her. Erinnern Sie sich an mich? Wir haben im alten 17. Revier zusammengearbeitet. Jetzt bist du eine Nutte. Ich wünschte, ich könnte sagen, Sie haben sich überhaupt nicht verändert, aber das wäre Schwachsinn, oder? Das machen wir mal. Ja, so könnte man es ausdrücken. Ihr neuer Style gefällt mir. Bisschen offenherzig für meinen Geschmack, aber nicht ohne Reiz. Ach ja? Sie sollten sich trotzdem keine Hoffnung machen. Ich bin nämlich undercover und beobachte die Relic Robellers. Ich habe so eine Ahnung, da bahnt sich was an. Warum beschleicht mich plötzlich das Gefühl, dass Sie mich dafür ins Boot holen wollen? Weil Sie clever sind. Das und die Tatsache... Nun, es ist ja ziemlich offensichtlich. Aber Spaß beiseite, Sie hätten zu keinem günstigeren Zeitpunkt kommen können, Jensen. Dieser Fall, wir treten auf der Stelle und könnten ein wenig externe Hilfe brauchen. Reden Sie weiter. Ich bin jetzt bei der Dienstaufsicht und wir ermitteln gegen einen korrupten Kopf. Jack O'Malley, ein allglattes Arschloch. Allglatt wie die Man in Black. Wir wissen, er dealt mit Drogen und Waffen und er hat Kontakt zu den Gangs. Aber er ist clever. Wir können ihm einfach nichts nachweisen. Er hat mit Sicherheit Freunde ganz weit oben. Okay, und was hat das mit mir zu tun? Sie sind ein Außenseiter. Sie können Dinge tun, die für uns verboten sind. Ich möchte, dass Sie ein paar Sachen für mich erledigen. Brechen Sie in sein Apartment ein. Gehen Sie ins Revier der DRBs und geben Sie sich als Auftragskiller aus. Der Typ ist kein Leichtgewicht, Jensen, sondern ein schwerer Brocken. Spielt in der ersten Liga. Mit Erstliga-Konsequenzen. Wir müssen ihn kriegen, bevor es zu spät ist. Sind Sie dabei? Wie wär's mit Belohnung? Ich kann doch so einen nicht frei rumlaufen lassen. Ich bin dabei. Sehr gut. Dann an die Arbeit. Wie gesagt, ich habe ein paar vielversprechende Spuren, aber O'Malley hat Freunde ganz oben. Das ist schon gesagt, ja. Ich bekäme keinen Haftbefehl, selbst wenn ich ein Video des Täters hätte, wie er ein Geständnis ablegt, indem er sein Tatmotiv mit dem Blut des Opfers an die Wand pinselt. Darum werden wir wohl ein paar Regeln brechen müssen. Soll mir recht sein. Regeln halten mich nur unnötig auf. Sie sind ja der reinste Dirty Harry, Jensen. Trotzdem müssen wir die Sache vorsichtig angehen. Wir haben hart daran gearbeitet, den Mistkerl zu kriegen. Er darf nicht wegen eines Formfehlers freikommen. Also, wonach soll ich in O'Malleys Apartment suchen? Informationen, Drogen, Waffen, einfach alles, was es uns erleichtert, eine bombensichere Anklage gegen ihn aufzubauen. Je mehr sie finden, desto besser. Okay, wie war das mit dem Eindringen ins DRB-Revier? Tja, Sie müssen da rein und eine Waffenlieferung für mich ausfindig machen. Wir haben verlässliche Informationen, dass O'Malley darin verwickelt ist, aber ich brauche Beweise, dass die Waffen wirklich da sind.
Vermutlich haben sie irgendwo gelagert. Ein Cop, der Waffen an eine augmentierungsfeindliche Straßengang verkauft? Kein schönes Bild. Kann man wohl sagen. Wir sind uns doch einig, dass das nichts Gutes bedeuten kann, oder? Ich weiß nicht, wo dieses DRB-Lager genau ist, aber für sie ist ein Bonus drin, wenn sie rein und wieder rauskommen, ohne entdeckt zu werden. Das kann man... Das würde mir das weitere Vorgehen erleichtern. Was hat es mit dem Undercover-Einsatz als Auftragskiller auf sich? O'Malley ist ausgekocht und ein bisschen paranoid. Ständig benutzt er Strohmänner, Sündenböcke und falsche Fährten, um uns in die Irre zu führen. Aber wir konnten in monatelanger Kleinarbeit einen seiner Leute umdrehen. Er ist jetzt unser Maulwurf, versorgt uns mit Informationen und so weiter. Und der bringt mich rein? Genau. Gestern hat einer von O'Malleys Männern einen Drogendealer erledigt. Es gibt einen Zeugen, aber wir kennen keine Einzelheiten. O'Malley schon, und er sucht jemanden, der sich um die Sauerei kümmert. Der Typ, der das sonst macht, sitzt gerade wegen Drogenbesitz. Also schickt unser Kontakt sie als Ersatzmann. O'Malley wird in einer Gasse neben dem Polizeirevier auf sie warten. Ja, da komme ich bestimmt hin. Ich soll dann die Info über den Zeugen aus ihm rausholen. Ah, sie haben es immer noch drauf, Jensen. Wir glauben, dass sie für O'Malley die Mordwaffe beschaffen, damit den Zeugen erledigen und sie dann einem Sündenbock unterschieben sollen, den er später verhaftet. Sie müssen nur die Waffe sicherstellen und zu mir bringen. Und was ist mit dem Zeugen? Wir sind fast sicher, dass er zu den MCBs gehört. Sobald sie wissen, wo er sich aufhält, gehen sie hin, brechen jeglichen Widerstand und bereiten ihn auf die Abholung vor. Vorbereiten? Naja, er ist ein Gangmitglied, Jensen. Er wird sich nicht freiwillig ergeben, aber wir brauchen ihn lebend. Sie müssen also mal den Macho spielen und ihn bewusstlos schlagen. Einer unserer Leute wird dann über ihn stolpern. Glücklicher Zufall, Sie kennen das ja. Okay, ziehen wir es durch. Sie erreichen mich auf meinem Infolink, wenn es was Neues gibt. Ausgezeichnet. Oh, und Jensen, eines noch. Um meine Tarnung zu schützen, sollten Sie mich erst wieder kontaktieren, wenn Sie alles erledigt haben. Okay. Wir sind immer noch gesucht. So, sieht aus, als müssten wir hier rein. So, okay, der hat uns ja jetzt Ewigkeiten zugelabert. Aber ich glaube, der Auftrag wird ganz interessant. Oh, die Lampen sind geil. Also, wenn du mich fragst, sind die Krawalle allein der selbst schuld. Was leckt hier so? Wo sind Sie, Jensen? Ich habe nicht die ganze Nacht Zeit. Hallo, Pritchard. Ich bin jetzt fast in meinem Apartment. Sobald Sie drin sind, schließen Sie den Neuralknoten an Ihren Computer an. Ich habe eine sichere Verbindung eingerichtet und übernehme dann von hier. Sie können auf meinen privaten Computer zugreifen? Wer, denken Sie, hat Ihre Sicherheitsprotokolle eingerichtet? Willkommen daheim, Mr. Jensen. Geil. Das finde ich ja cool. Boah, das ist geil, eine Küche und dann Ausblick so aufs Wohnzimmer und nach draußen. Na gut, ich muss an den Computer. Richard, der Knoten ist eingelegt. Ich weiß, und jetzt seien Sie still, ich muss mich konzentrieren. Sein Namen, Pritchard, nicht seine gesamte genetische Vergangenheit. Das ist nicht seine DNA. Das sind die Daten, die er uns stehlen wollte, bevor er... Mein Gott, Jensen. Ihr Selbstmordhacker hat sich gar nicht umgebracht. Aber sein Gehirn war über den ganzen Boden verteilt. Nein, nein, Sie begreifen nicht. Die Flüssigantriebmodifikation in diesem Chip, sie ermöglicht es, durch ihren Besitzer zu hacken. Sie macht aus ihm buchstäblich einen menschlichen Proxy. Er hat also nicht allein gearbeitet. Jemand saß woanders und war der eigentliche Hacker. Richtig. Und wer immer das war, er hat versucht, seine Position durch die Verwendung mehrerer Satelliten zu verschleiern. Aber ich habe ihn vermutlich trotzdem aufgespürt. Auf einem verlassenen Fabrikgelände in Highland Park.
Die Adresse. Mit Glück ist der Kerl, der bei unserem Terroristen die Fäden gezogen hat, immer noch da. Na gut, dass der selber das nicht war, das war mir schon fast klar. Amargulis, okay. In der Wand ist ein Versteck. Adam, hier ist David. Lassen Sie mich raten. Sie schicken mich zum Highland Park. Noch nicht. Frank hat herausgefunden, warum unser Netzwerk angreifbar ist. Es gibt eine ständige Verbindung zur Derelict Row. Dem Gebiet der Straßengangs? Unser toter Freund hat sich als Augmentierungsgegner ausgegeben. Gibt's da ein besseres Versteck als bei den D-Row Ballers? Okay, bin schon unterwegs. Nice. Oh Gott. Okay. Wollen wir das? Steht aber nicht, für was das verwendbar ist. Jo, läuft. Oh, wir haben fast genug Credits. Was habe ich denn hier gemacht? Welche Sachen bauen wollen? Oh, die Zeit ist rum. Okay, dann bleiben wir jetzt hier kurz in unseren Dings und machen in unserem Haus und machen kurz den zu. Die paar Sekunden haben wir jetzt auch noch. So. Und dann verabschiede ich mich. Mein Name ist Pietro Savonaro und wir spielen immer noch Deus Ex Human Revolution und werden uns jetzt mal in diese Gangster, in diese Lager begeben. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es macht euch weiterhin Spaß. Auf Wiedersehen.